Jetzt als Nächste auf unserer Rednerliste für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unsere Kollegin Viola von Gramont-Taubadel. Bitte schön, Sie sind erneut im Einsatz, auch in dieser Debatte. Verehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Donau verbindet. Sie verbindet EU-Mitgliedstaaten wie Deutschland mit den Anwärtern wie Kroatien und mit den Ländern der Nachbarschaftspolitik der Ukraine und Moldau. Es ist daher folgerichtig, und wir unterstützen das sehr, dass die EU-Kommission eine gemeinsame Strategie für diese Region entworfen hat. Und ich glaube, gestern haben die EU-Außenminister genau diese Strategie schon beschlossen. Aber vielleicht hatten Sie eben über eine andere Vereinbarung gesprochen, Herr Spatz. Die Umsetzung soll nun schnell beginnen, damit die Lebensqualität der etwa 115 Millionen, wie Sie auch geschrieben haben, Menschen in diesem Gebiet langfristig verbessert werden kann. Was haben wir uns nun unter dieser Donaustrategie vorzustellen? Es heißt dort, Zitat, dynamische Donauregion unter Beachtung des Naturschutzes und der Biodiversität soll gefördert werden. Dafür hat die EU-Kommission selbstverständlich die volle Unterstützung von uns Grünen. Weiterhin wird betont, für die Strategie keine neuen EU-Gelder zu erheben, keine neuen EU-Vorschriften zu erlassen und keine neuen EU-Strukturen zu schaffen. Vielmehr soll es zu einer verstärkten regionalen Kooperation kommen. Auch diesen Ansatz unterstützen wir. Es gibt allerdings einen Knackpunkt, auf den möchte ich Sie gerne hinweisen. Das Hauptproblem der Donaustrategie, und auch Herr Dehm hat es eben schon angesprochen, liegt in den eklatanten Widersprüchen, also in einem Zielkonflikt. So soll auf der einen Seite die Donau schiffbarer gemacht werden. Zielvorgabe lautet, den Frachtverkehr bis 2020 mindestens 20% zu steigern. Damit verbunden sind die geplanten Begradigungen, Staustufen, um den flachen Fluss für die großen Frachtkähne befahrbar zu machen. Gleichzeitig, und ich denke, das liegt uns Grünen wirklich besonders am Herzen, soll das andere Ziel, die Biodiversität, gefördert werden. Und wer sich einmal die Statistiken anschaut, wie viele Arten täglich verloren gehen, der und die weiß, wie wichtig genau dieses Ziel nicht nur für das Donaugebiet, sondern für den gesamteuropäischen Kontinent sind. Die Natur, ich meine das ernst, die Natur im Donaugebiet ist ein besonders schützenswerter und einmaliger Naturraum. Das wissen Sie Bayern wahrscheinlich noch besser als ich hier in Europa. Denn mehr als 300 Vogelarten leben hier und viele von ihnen sind sehr selten. Nun also zurück zur Schlüsselfrage, wie dieser Zielkonflikt zu überwinden ist. Denn sogar die Bundeskanzlerin hat in einem Statement gesagt, dass die Herausforderung genau dieses Spannungsfeld der Strategie ausmacht. Also wie lassen sich Naturschutz und Gütertransport auf dem Fluss vereinbaren? Antworten, wie das zu überwinden ist, also wie das aufzulösen ist, finden wir aber in Ihrem Antrag keine. Und das ist genau das Bedauerliche, weswegen wir uns am Ende auch enthalten werden. Sie sagen nur, was nicht geschehen darf, bieten allerdings innerhalb Ihres Antrags keine Lösungsvorschläge an. Für uns Grüne ist klar, ein Schutz des Donauraums über die Grenzen der 14 Anrainerstaaten hinweg ist dringend nötig, aber eine Flussbegradigung und Staustufen sind ein unnötiger Eingriff. Vielmehr sollten wir darin investieren, die Schiffe dem Fluss anzupassen, nicht umgekehrt. Ingenieure werden Ihnen sagen, dass es durchaus möglich ist, Schiffe so zu konstruieren, dass die gleichen Lasten getragen werden können und dennoch die Donau in ihrem ursprünglichen, natürlichen Zustand befahren werden kann. Ich begrüße es daher ausdrücklich, dass sich die deutsche Delegation beim Treffen des Rates der Europäischen Union am 8. April gegen die Beseitigung der Engpässe der Donau ausgesprochen hat. Sie sehen, ab und zu erkennen wir es sogar an, wenn die Regierung sich auch richtig verhält. Schutz der Umwelt muss aus unserer Sicht Priorität behalten. Und nur wenn der Umweltschutz gelingt, gelingen auch die anderen Ziele der Strategie. Nun komme ich am Ende zu den großen Chancen der Strategie, und die liegt für uns im nachhaltigen, grenzüberschreitenden Tourismus. Das ist ein Projekt mit großer Priorität. Und genau hierfür, da komme ich wieder zurück, muss es eben auch die Verbesserung des Naturschutzes geben und vor allem auch eine Verbesserung der Wasserqualität als eine wichtige Voraussetzung. Die biologische und kulturelle Vielfalt des Donauraums bietet ein enormes Potenzial und ist eben auch eine existenzielle Bedeutung für den Ökotourismus. Und nachhaltiger Tourismus kann maßgeblich, auch das wissen Sie, zur Wirtschaftsförderung beitragen. Natürliche und kulturelle Ressourcen werden geschützt, indem auf die umweltgerechte Gestaltung von touristischer Infrastruktur gesetzt wird. Und genau darauf kommt es aus unserer Sicht in der Donauregion und in dieser Strategie an. Vielen Dank.